Willkommen meine lieben Freunde, Folge 14 ist am Start und ich wünsche euch schon mal viel Spaß und vor allem danke fürs Einschalten. Und noch eine kleine Bitte, bevor es wirklich losgeht. Ich stehe ganz kurz vor den 200 Abonnenten und wenn ihr einen kleinen Kanal einen riesen Gefallen tun wollt, drückt doch einfach unten den Abonnier-Button, das wird mich mega mega happy machen. Und ja, Leute, viel Spaß! Der zweite Versuch, ein Rock Golem zu zähmen, kann jetzt beginnen. Ich bin perfekt vorbereitet. Diesmal habe ich die Falle richtig gebaut, hoffe ich. Diesmal habe ich auch hier Metallstrukturen für den Notfall. Und was ich gesehen habe beim Farm, wir haben hier ganz in der Nähe noch einen Rock Golem, Level 135. Der hier ist 55. Jetzt habe ich mir überlegt, eventuell... Ja, ich habe ein bisschen mehr Zeit genommen, habe ein bisschen mehr vorgefarmt und würde mir gerne den besseren Golem holen. So, jetzt müssen wir den hier erstmal wegbekommen. So, das andere Problem ist, den anderen hierher zu ziehen. Der ist ein Stück weiter weg. So, okay, das reicht eigentlich auch schon. Jetzt müssen wir nur hier an dem vorbei, ohne dass wir den zu weit mitziehen. Ich lauf einfach mal einen größeren Kreis um den rum. Na gut, allzu groß war der Kreis, ist auch nicht, aber scheiß drauf. Solange wir wegkommen von dem, der hier hinten bleibt. Okay, wie schaut's aus? Sehr gut. Der folgt mir nicht mehr. Dann preparen wir jetzt erstmal unseren ganzen Stuff hier unten. Denn wenn der hier unten in der Falle drin steckt und wir das Zeug nicht unten haben, ja, könnte ein bisschen problematisch werden. So. Ich habe mir auch diesmal für den Fall der Fälle eine zweite Kanone gebaut. Nur falls der wieder auf die Idee kommt, meine andere Kanone zu zerstören. So, und wir können uns auch hier nochmal ein paar Level-Ups geben. So. Okay, dann ziehen wir jetzt den anderen hier in die Falle, würde ich sagen. Erstmal Stuff hier einpacken. Die Holzbarrikaden, die habe ich extra mitgenommen. Für den Fall, dass der hier umkippt und dass wir den absafen müssen. So, weiter. Gehen leider immer nur 10 rein. Ich hoffe, das reicht natürlich auch. So, dem können wir nochmal Level geben. Megatherium machen wir auch noch mal schnell weg. So, dann. Okay, du bist passiv, das ist gut. So, jetzt muss ich nur schauen, wo der Rock Golem jetzt überhaupt ist. Das müsste er sein, oder? Jawohl. Wildsteinelementar Level 135. So, dann kommst du mal mit. Gut, das dauert jetzt wahrscheinlich ein bisschen, bis der da in der Falle ist. Ah, der hat wehgetan. Dann verpissen wir uns jetzt hier Richtung Falle. Wir hoffen, dass wir weit genug weg sind. Okay, vielleicht noch ein bisschen höher. Jawohl! Sehr schön. Oh no! Das tut weh. Sehr
Sehr gut, aber wir treffen super. Oh shit. Oh nein. Okay, das war das, was ich schon gemeint habe. Das hat uns natürlich hier die Kanone zerstört. Und den Schrank. Und die Trümmer verschwunden sind. Oh shit. Okay. Oh, der tut weh. Mist! Shit! Okay, verkackt, verkackt, verkackt. Komm mit. Oh, jetzt ist aber schnell. Okay, sollten wir uns beeilen. Oh, verdammt. Okay, macht nichts, Leute. Ich habe Backup. Ich habe Backup. Wir können noch mal los. Ich habe damit gerechnet. So, ich bin vorbereitet. Er ist immer noch in der Falle und tobt sich da ordentlich aus. So, ich hoffe, das reicht jetzt, was wir haben. Versuch's einfach mal von hier. Oder? Soll ich ein Stück weiter... Ja, ich versuch's ein Stück weiter vorne. Verdammt, jetzt wirft er schon wieder direkt hier drauf. Mist. Du bist doch ein Arsch. So, gut. Versuchen wir es von hier. Jawohl. Ein Stück nach rechts. Yes. Verdammt, wir müssen aufpassen, dass er nicht stirbt. So, sehr gut. Mist, wir schießen auch immer zur falschen Zeit. Ich sehe schon, komm, der stirbt. Oder wir haben keine Kugeln gleich mehr. Okay, ich habe noch in der Base für einen Notfall. Der bewegt sich halt auch so komisch. Jetzt haben wir ihn. Und nochmal. Und nochmal, sehr gut. Ah, verdammt. Das ist schwer einzuschätzen, wenn der stillhält. Nice, Leute, wir haben ihn. Er liegt, sehr gut. Okay, jetzt werde ich hier schnell alles absichern.
Okay, oh, sehr gut. Ich bin halb happy, denn ja, jetzt kommt die schwerere Phase. Denn ja, der ein oder andere wird sich jetzt wahrscheinlich denken, oh Mann, bist du bescheuert. Aber wir werden jetzt hier mit Steinen zähmen müssen. Ja, im besten Fall eigentlich... Oh, da unten geht schon was ab. Im besten Fall eigentlich Sulfur oder... Was war das andere? Lehm, genau. Haben wir leider beides nicht. Jetzt müssen wir mit dem arbeiten, was wir haben. Okay, da kann ich nicht durchschauen, leider. Aber egal, der wird da sterben. So. Dann jetzt an die Chaotenzähmung. So, 0,7%. Okay, das... Das kann jetzt echt einige Stunden dauern, bis der hier fertig ist. Das ist... Ja. Das ist halt jetzt das Problem, aber wir können es nicht ändern. Das Einzige, was wir machen können, ist hier noch ein bisschen weiter absichern. So, okay, denn der Plan ist jetzt, ich traue diesen Holzbarrikaden nicht, wenn da jetzt irgendein Dino kommt, wie zum Beispiel ein Sonic Dragon, der macht die schnell platt. Dass wir hier jetzt noch ein... Zaun dahinter spannen. So, dafür brauchen wir hier die Fundamente, die Zaunfundamente. Noch im besten Fall ziemlich nah an den Stacheln. Oh. Scheint zu viel. Nee, hat sich nur so angehört. Jetzt nicht hundertprozentig machen, das ist jetzt eh nur improvisiert. Okay, fast perfekt. So, genau, dann baue ich hier mir so ein Tor hin. So, wie sieht's aus? Wie viel? 2,1. Okay, laut Arc Wikipedia bzw. den Dododex müsste es reichen, ohne ihn weiter zu betäuben. Andernfalls weiß ich noch nicht mal, ob normales Betäubungsmittel bei dem überhaupt was bringt. So, aber ich bin extrem gespannt, ob das hier funktioniert. Denn im schlimmsten Fall war alles umsonst. Die ganze Arbeit, die ganze Zeit, die ich da jetzt reingesteckt habe. Aber ich hätte halt gerne einen Rock Golem für unsere Tour. Dann wären wir wirklich zu 100% prepared. So, mal gucken. Ich habe ja so viel Holz gefarmt. Ja, mehr als genug. Sehr gut. So, da können wir einiges an Wände craften. Das mache ich aber, glaube ich, erst, wenn wir da sind. So, da kämpft schon das erste Vieh. Das gibt's doch nicht. Ausgerechnet so ein Paracer, so ein fetter. So, das war jetzt Glück. Der ist ja fast in die Base reinspaziert. Wie sieht's bei dir aus, Rosa? Ja, okay. Der verliert halt schon ziemlich viel an Effektivität. Ich weiß jetzt halt nicht, ob es am Biss lag oder... Ja, oder ob's... Ich mach's anders, da. Ich noch hier ein paar Barrikaden bauen. Dafür brauche ich Leder. Können wir aber auch noch machen. So. Ich mache einfach mal 8 Stück. Werde gleich sehen, für was oder warum. So, dann machen wir jetzt hier nämlich eine doppelte Wand hin. Muss ja jetzt auch nicht komplett hier aneinander angrenzen. Okay, also wenn wir jetzt nicht gut gesaved sind, weiß ich auch nicht.
Ich guck noch mal ganz kurz, wie es hier aussieht. Ja, noch nicht mal 5%. Das wird jetzt auch noch einen Moment dauern. Ja. Ich hau einen größeren Cut rein und wir sehen uns, ja, wenn es soweit ist. So, Freunde, da sind wir wieder, oder ich bin wieder da. Ja, gefühlte 10 bis 15 Ingame-Tage, wenn nicht vielleicht sogar noch länger. Später ist die Zähmung jetzt endlich vorbei. Ich habe die Zeit genutzt, hier unseren Paracer zu beladen. Also unsere Base ist komplett leer. Der Paracer ist einsatzbereit. Und ja, das Ganze hat so lange gedauert. Ich habe das Spiel so nebenbei immer laufen lassen. Und alles. Ja, das Ganze hat jetzt wirklich so lange gedauert, dass ich zwischendurch sogar das Spiel mal ausgeschaltet habe. Und ja, etwas vielleicht Lustiges, vielleicht auch Beschissenes ist passiert. Denn unser Rock Golem ist weg. Ja. Er ist nicht ganz weg, er ist nur unsichtbar. Hier, da seht ihr die Anzeige. Also, er ist fast fertig. Das Problem daran ist nur, ich hoffe, der ist auch sichtbar, wenn der gezähmt ist. Ich habe keine Ahnung, der ist nicht in den Boden gebackt oder sonst was. Der ist einfach da, wo er jetzt ist, nur er ist nicht sichtbar. Keine Ahnung, warum. Und ja, also ich würde es nicht noch einmal machen, mit Stein zu zähmen, denn auch die Effektivität ist... Sie ist sogar eigentlich noch höher, als ich ursprünglich erwartet habe. Sie ist jetzt bei knapp unter 50%. Wir kriegen plus 33 Level immer noch. Hätte ich so nicht erwartet, aber ja, es hätte besser sein können. Es hätte schneller gehen können. Naja gut, jetzt ist erstmal die Frage, ist er sichtbar, wenn er gezähmt ist? So, das andere Problem ist jetzt, es sind nur noch 0,6%, aber das kann jetzt auch noch ein bisschen dauern. So, ich hoffe, der frisst jetzt gleich. Sehr gut. Und, jawohl, wir sehen ihn. Cool, wir haben unseren eigenen Steinelementar. Level 168. Nice. Okay, ich guck mal. Wow, okay. 13.000 Leben von vornherein. Gewicht ist halt scheiße. Nahrung ist hoch, Bewegungsgeschwindigkeit ist für den Arsch. Ihr seht auch, ich habe alles versucht, ihm, was irgendwie in Richtung Stein geht, nochmal reinzudrücken zum Essen. Hat nicht allzu viel gebracht. Ach krass, wir brauchen einen Sattel für den. Okay. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Ich hätte gedacht, das geht ohne. Aber dann müssen wir mal gucken. Hier, Rock Golem Sattel. Okay, cool. Kriegen wir sogar ganz easy hin. Wo? In der Werkbank. Sehr schön. Dann nehmen wir hier unser Stuff nochmal mit. Und du wartest hier. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Wie gesagt, alles ist hier drinnen. Und wir haben uns ja mit einem Bronto angelegt. Oh, das ist jetzt schon so lange her. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das gezeigt habe oder nicht. Auf jeden Fall, wir hatten gegen einen Pronto gekämpft und der ist natürlich ziemlich hoch. Der hat hier unsere Lagerfeuer direkt zerstört und auch hier Schaden an unseren Strukturen gemacht. Jetzt bin ich am Überlegen, ob es vielleicht sinnvoll wäre, hier vorne das mit Stein zu machen. Aber okay. Jetzt wollen wir erstmal hier unseren Rock Golem austesten. Der kann ja auch super Steine farmen, das ist cool. So, und wir haben hier... Ja, wir haben gar nicht mehr so viel Metall zum Durchlaufen lassen. Naja. Gut, wir können, wenn wir loslaufen, können wir ja auch nochmal farmen, das ist ja hier in der Nähe. So, jetzt wird es gleich dunkel, oder was? Ja, es wird dunkel. Okay, dann verschieben wir einfach die Tour auf morgen früh. Und sehen uns gleich wieder. So, Freunde, es kann endlich losgehen. Endlich nach so langer Zeit. Ja. Packen wir dem den Sattel auf. So, wie sieht's denn aus? Okay. Gut. Ich hatte ja eigentlich schon mal einen. Warum habe ich mich nicht an den Sattel erinnert?
Okay, gut, das Alter, man wird nicht jünger, der Kopf wird auch nicht besser. So, jetzt müssen wir erstmal hier unsere ganzen Barrikaden und sowas. Was war das? Achso, so ein blöder Petri. Der einfach mal random in unsere Spikes reingelaufen ist. So, jetzt bin ich gespannt. Was hast du alles drauf? Beziehungsweise, wie wirkt sich dein Schaden aus? Naja, ist nicht schlecht. Na komm, das blöde Schwein kriegen wir doch jetzt down, oder? Ja, okay, 135. So, direkt mal 6 Level-Ups. Ausdauer ist scheiße. Da gehe ich doch mal hoch. Nahkampfschaden kann auch ein bisschen höher sein. So. Ja, das sieht doch schon besser aus. Also ich glaube, mit dem, wenn wir mit dem Rock Golem unterwegs sind, brauchen wir den Ankylo gar nicht mehr. So, jetzt muss ich mal gucken, ob das Gewicht auch reduziert wird. So, wir haben 60,9. So, nee, leider wird das Gewicht nicht reduziert. Okay, gibt Schlimmeres. Aber ihr seht, was das für ein Unterschied ist, wie schnell wir hier Steine farmen. Müssen wir natürlich aufpassen, dass wir uns nicht zu sehr überlasten. So, hier, dich nehme ich auch noch mit. Boah, wir farmen sogar Holz ziemlich gut. Okay, das ist echt nice. So, jetzt sollten wir natürlich hier auch ein bisschen dann auf Gewicht gehen, wenn der so viel farmt. Also Leute, ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber ich bin mit unserem Fang hier happy. Die investierte Zeit, das Farmen und die Wartezeit und der Stress und alles insgesamt. Es hat sich definitiv gelohnt. So, Mikroraptor, du bist am Arsch. Ah ne, nicht kein Mikroraptor. Aber egal, du bist am Arsch. So, ja gut, dann nutzen wir die Gelegenheit noch und farmen hier ein bisschen Holz. Gibt ja auch Level-Ups, wenn wir hier das Zeug verkloppen. Wir sind fast voll mit unserem Inventar, also in unserem Inventar. Ich schmeiß mal weg, was wir jetzt nicht brauchen. Aber Leute, guckt mal, wir haben fast, also wir haben quasi 3,5, oder? Ja gut, nicht ganz. Wir haben
Ja, doch, eigentlich fast 3,5 Stacks voll mit Stein. Wir haben 2 volle Stacks mit Holz und 1 angefangen. Das ist schon richtig, richtig cool. So, Stamina noch. Ich glaube, bei dem brauche ich gar nicht groß auf Leben skillen, weil der steckt eh alles besser weg als jedes andere Tier. So, sehr gut. Die Motte hat es auch erwischt. Nehmen wir auch noch mit. So, aber mehr sollte ich jetzt echt nicht kloppen. Denn, ja, dann kommen wir hier nicht mehr vorwärts. So, ja, Leute. Was soll ich sagen? Wir sind eigentlich durch mit der Folge. Wir müssen nichts weiter tun. Ich bin zufrieden mit unserem Ergebnis. Und, ja, in der nächsten Folge können wir endlich losziehen. Es geht los. Unsere mobile Base ist einsatzbereit. Unser Bodyguard hier ist am Start. Den Akylo werde ich wahrscheinlich hier lassen. Eventuell, also ich wollte ja ursprünglich die Base hier zerstören, aber die können wir echt noch gebrauchen für den Notfall, deswegen würde ich die hier stehen lassen. Ich habe auch ein bisschen Werkzeug drin gelassen und sowas. Und ja, da wir jetzt einen Steinfarmer und Holzfarmer haben, der das Ganze viel schneller erledigt als ein Akylo, würde ich eventuell den Akylo hier in der Base lassen mit dem Kano und mir offscreen noch einen Duetikorus zähmen, damit wir hier ein paar kleine Farmtiere haben für den Notfall. So, und ja, ansonsten, Leute, achso, eine Sache noch. So, wir müssen ihm einen Namen geben. Ich nenne ihn einfach mal Stony. Oder lieber so? Ne, lieber so. Stony. Sieht dann aus wie Sony. Ne, das können wir nicht machen. Okay, ich habe eine andere Idee. Wir nennen ihn einfach The Rock. Fertig. Mehr muss man dazu nicht sagen. Und ja, Leute, hier nochmal zum Abschluss. Unsere Truppe. Unser neuer Freund, unser neuer Bodyguard auf unserer Reise, die wir in der nächsten Folge antreten werden. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es Spaß gemacht. Na ja, gut. Mehr oder weniger. Dafür haben wir jetzt ein gutes Arsenal an Tieren. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, Leute, haut rein!